Sally, zusammen mit empfangen ich in den Schweighäusern, um mich in eine regelrechte Dorfwirtschaft mitzunehmen, wo die Traditionen noch sehr lebendig sind. Wir werden ich vom Sportclub reden und erklären, um was es geht. Und dazu gibt es einen regelrechten Flammkuchen. Los geht's. Ist jetzt bei uns da? Prima jetzt, eben dass der Kunde gekommen sind, hat Yannick Arbogast das erste Mal seinen Ofen angemacht. Schon ein bisschen Material dran an dem Ofen. Da kann man schon ein paar Flankhörer machen. Das ist ein Flankhörerofen gemacht, der sehr Mösuch. Sonst wird er gar nicht in den Keller reinkommen. Ihr habt es verstanden, auf dem Menü sollen hier also Flammkuchen. Ein selbstgemachter Flammkuchen. Eine Tradition in der Wirtschaft, wo so die elsässische Flammkuchenzunft gehört. Ja, da haben wir ein bisschen ein Käse dran gemacht. Jetzt haben wir hier Creme Epaisse dran. Und dann machen wir Salz. Dran. Da kommt ein bisschen Pfeffer dran, nochmal. Ein bisschen, dass das Geschmack hat. Dann machen wir ein bisschen Öl dran. Das ist für den Glanz. Dann machen wir Eier dran. Immer noch, das sieht nicht schlecht aus. He? Säure, aber gut ist. He? Wunderbar, wunderbar. Und während der Yannick Arbogast in seiner speziellen Flammkuchenküche alles vom Mittag vorbereitet, sind in der Wirtschaft seine Stammkunden angekommen, Bewohner von Schweighäusern, wo viele davon im sogenannten Sportclub sind, ein Verein, in dem die 85 Mitglieder alle Geburtgeld in eine Kästel schmissen, um es während dem Jahr zu sparen. Wenn das treffen sich die Hauptmitglieder, um das Geld abzuheben. Früher ist es immer gewann, weil die Leute nicht alle Taufbahn gegangen. Dann haben sie es auf die Zeit gemacht. Und dann, im Jahr, eins vom Jahr, haben sie noch das Geld gehabt für die Weihnachten oder für ihre persönlichen Geschenke zu machen. So, Herr Lied, es geht los. Ah. Das habe ich Nummer 1. 20 Euro. Jeder Mitglied macht das Geld, wo er will, auf der Seite. Eine Summe, die dann neben seinem Namen im Heftel eingeschrieben wird. 50 Euro. Schreiben wir alles auf und dann erzählen wir es zusammen. Und dann zählt das Geld zusammen. Und dann lösen wir eine Bestimmung miteinander. Und wenn es stimmt, dann kommt es hier in den Envelope extra. Depot. Und wird Züge gemacht und nachher nehme ich es mit und liefere es auch auf den Kurs. Die Geschichte vom Sportclub, das ist, kann ich noch mit zurückgehen. Das ist 1818, ist ein Mann auf die Welt gekommen in Deutschland und er heißt Raiffeisen Gottfried. Und er hat darüber nachgedacht, das ist ein Historien gesehen und hat gesagt, ja, wir sollten eine Sparkosten gründen, wer die nicht. Und der Sparkosten hat in ein Lokal müssen, wie alle Leute können hingehen. Dann haben sie Geld hingeschmissen. Und auch eins Jahr ist, hat einer gekommen und hat das Geld geholt. Und dann haben die Leute wieder zurückgeredet. Ein System, das am Ursprung von Sparkassen oder vom Crédit Mutuel ist, in der Wirtschaft da existiert der Sportclub seit 1971. Wer hat den Pronostik gewonnen vom Rassen? Der zwei. Von den Mitgliedern ist es ein Mittel, einen guten Moment miteinander zu verbringen. Wir sind Kumpel, wie wir am Anfang beieinander gewandt sind. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen uns jedes Mal treffen, eins oder zweimal in der Woche. Dann haben wir den Sportclub, voilà. Und seitdem haben wir den, Und am Montag kommen wir noch, wir sind noch 4 oder 5. Und dann reden wir vom Racing und dann machen wir Pronostik. Und dann geht es Politik ein bisschen und voilà. Hibi, bim, hurra! Kamera! Eine regelrechte Dorfstimmung in der Wirtschaft und am Mittag wird manchmal auch miteinander gegessen. Ein guter Flank hören. Ich kriege das ganze Leben bei uns. Voilà, dann mache ich schön drauf. So. Ein Flammkuchen, wo mit viel Plaisir geteilt wird. Die Mitglieder vom Sportclub werden sich so bis Ende Jahr treffen. Anfang Dezember wird dann ein Essen stattfinden, um jedem sein gespartes Geld wieder zurückzugeben. Merci. Et bon appétit. Oui, merci. Platz jetzt hat an unserer Fach oder frech mit dem Pierre Glickler, der früher in Taudo geschafft hat, Segelschiff gefahren ist und immer noch gerne Velo macht.
Pierre Klickler. Klickler Pierre. Ich bin jetzt retraité und habe im Automobil geschafft. Von wo kommst du? Ich komme natürlich von Havenau. Bist du frech oder frech? Natürlich, ich bin frech, gell? Mit wem? Man sagt es so, frech oder frech, aber ich bin frech mit niemandem. Ich habe alle Leute gern. Ich lache gern. Was tut dich nerven? Nichts. Nix. Ich bin cool. Kann mir nichts passieren. Gar nichts. Fast gar nichts. Kurz oder lang? Es kommt von was nicht. Kurz, ich bin immer pressiert. Ein Theaterstück muss kurz sein, denn ich will wieder heim. Was machst du gerne im Leben? Ja. Fliegerei. Ich mache Segel, Velo. Und ich habe fast 20 Jahre in Gospel-Choral gesungen. Soll ich etwas singen? Go down, Moses, way down in Egypt's land. Hello, Pharaoh, to let my people go. Willst du noch etwas sagen? Ich bin froh, dass es fertig ist.